Komm an Bord und werde Teil unseres Teams. Denn wir leben Gesundheit. Von Mensch zu Mensch sind wir da, um unseren Patienten und Patientinnen zu helfen. An lebenswerten Standorten in einer Wohlfühlregion. Sana Kliniken Niederlausitz. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 12. Juli. Ein Projekt aus der Lausitz hat im bundesweiten Ideenwettbewerb Mitmachen, gemeinsam machen. Wir gestalten den Strukturwandel in unseren Regionen gewonnen. Das Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung hatte den Wettbewerb ausgelobt und 79 Projekte sind ins Finale gekommen. Das Gewinnerprojekt geht bereits jetzt in die Realisierungsphase. Kinderreporter aktiv auf den Spuren des Lausitzer Seenlandes. Das preisgekrönte Projekt der Lausitzer Bildungsträger GmbH und des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland ist an den Start gegangen. Schülerinnen und Schüler der Georg-Heinsius-von-Meinburg-Grundschule in Brieske sollen dabei zu Kinderreportern ausgebildet werden. Die Dreharbeiten für das Filmprojekt haben begonnen und führten die Kinderreporter durch das Lausitzer Seenland in Brandenburg und Sachsen. Eine der vielen Stadt war die Stadt Hoyerswerda mit Zoo, Schloss und Zuse-Museum. Auch die Energiefabrik Knappenrode war ein Drehort. Im Wettbewerb Mitmachen, gemeinsam machen, wir gestalten den Strukturwandel in unseren Regionen, hatte die Idee die Jury überzeugt und einen ersten Platz belegt. Mit den Veröffentlichungen werden die regionale Identität der Heranwachsenden, aber auch der Tourismus im Seenland gefördert. Der Landkreis arbeitet künftig dauerhaft mit der Stadt Senftenberg und dem Amt Ruhland im Bereich des Vollstreckungsaußendienstes zusammen. Das hat der Kreistag in seiner letzten Sitzung beschlossen. Durch diese Zusammenarbeit können Kompetenzen gebündelt werden, wie bei der Eintreibung von offenen Schulden oder der Umsetzung von gerichtlichen Anordnungen. So können alle Beteiligten Personal- und Verwaltungsaufwand sparen. An der neuen Bühne Senftenberg hat die Werkstattsanierung und Erweiterung Halbzeit gefeiert. An diesem Mittwoch ganz traditionell mit dem Richtfest. Reichlich ein Jahr nach dem Baustart für eine neue Werkstatt am Senftenberger Theater wurde am 12. Juli Richtfest gefeiert. Mit dabei waren unter anderem die Chefin der Staatskanzlei Katrin Schneider, Landrat Sigurd Heinze und Senftenbergs Bürgermeister Andreas Pfeiffer. Der Neubau sorge für die dringend nötige Vergrößerung der Räume, schreibt die neue Bühne. Damit entfallen in Zukunft Einschränkungen im Produktions-, Proben- und Spielbetrieb. Der Theaterwerkstattneubau ist das erste Gebäudeprojekt aus dem Förderprogramm Strukturentwicklung Lausitz. Demnächst mehr dazu. Schloss und Festung Senftenberg sind am bevorstehenden Wochenende wieder Kulisse für ein großes Festungsspektakel. In der einstmals sächsischen Festung im heutigen Brandenburg wird dabei die Zeit des 18. Jahrhunderts lebendig. 8 militärhistorische Vereine, zivile Darsteller, Künstler und Handwerker lassen im Museum Schloss und Festung Senftenberg die Glanzzeit der historischen Anlage auf dem Schlachtfeld und bei Hofe lebendig werden. Und nun folgen hier weitere Kurzmeldungen. Inhaber von Papierführerscheinen mit Geburtsjahr zwischen 1965 und 70 sind jetzt von der Umtauschpflicht betroffen. Sie müssen die Fahrerlaubnis bis zum 19. Januar 2024 umtauschen. Betroffene sollten bereits jetzt daran denken. Ein rechtzeitiger Umtausch garantiert die Zustellung des neuen Führerscheins vor der Umtauschfrist. Die Elsterwerder Straße in Ortrand wird zwischen den Abzweigen Haag- und Forstgartenstraße erneut gesperrt. Nach einem Rohrbruch wird dort ein Teil des Asphalts erneuert. Die Arbeiten erfolgen vom 17. bis 21. Juli für maximal 2 Arbeitstage. Am 17. Juni startet auch die Sanierung der Kreisstraße zwischen Schwarzbach und Guteborn. Dazu wird der Abschnitt bis zum 26. August voll gesperrt. 2 Umleitungen sind ausgeschildert für Pkw bis 3,5 Tonnen und für Fahrzeuge mit höherem Gesamtgewicht.
Der Lausitz Science Park in Cottbus, das Gewerbegebiet Lauchhammer Süd und die Naturwelt Lieberose Heide können mit Geldern aus dem Strukturstärkungsgesetz rechnen. Die grundsätzliche Förderwürdigkeit der Vorhaben wurde jetzt von der innerministeriellen Arbeitsgruppe Lausitz bestätigt. Lauchhammer will bis 2025 das Industrie- und Gewerbegebiet Süd für Investoren herrichten. Mit rund 15 Millionen Euro sollen unter anderem Gebäude abgerissen und Altlasten saniert werden. Für das Gewerbegebiet gäbe es bereits Interessenten, so die Chefin der Staatskanzlei Katrin Schneider. Mit der Investition könne die Stadt künftig entsprechende Flächen anbieten. Soweit die Meldungen, jetzt folgt der Polizeibericht. In Schipkau hat Dienstagnachmittag ein Unbekannter bei Rentnerinnen in der Leninstraße und der Gerd-Hauptmann-Straße geklingelt. Er gab an, Heizungsdaten ablesen zu müssen oder Spenden zu sammeln. Die Seniorinnen ließen ihn in die Wohnung und bemerkten später den Verlust von Bargeld. Sie erstatteten Anzeige. Kontakttelefonnummer und Hinweise zu aktuellen Betrugsphänomenen finden Sie auf der Internetseite der Brandenburger Polizei. Polizeibeamte haben am Mittwoch gegen 2 Uhr einen Mopedfahrer in Lauchhammer kontrolliert. Bei einem Atemalkoholtest in der Forststraße kam der 56-Jährige auf 1,35 Promille. Da er keine Ausweisdokumente mitführte, wurde seine Wohnanschrift aufgesucht. Während den Maßnahmen war der Mann unkooperativ und leistete Widerstand. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen übernommen. Das waren unsere Nachrichten für Sie. Hier folgt nur noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Am Donnerstag wird es stark bewölkt bei 17 bis 26 Grad ohne Aussicht auf Regen. Der Freitag verhält sich ähnlich bei warmen 15 bis 27 Grad und einigen Sonnenstrahlen am Vormittag. Am Samstag ist dann absolutes Badewetter bei heißen 19 bis 34 Grad mit überwiegend Sonnenschein und keinen Schauern.